Denkmalgerechte Sanierung historischer Bausubstanz. Damit begann die Erfolgsgeschichte des damals noch kleinen Architekturbüros, das unser Kunde Gregor Fuchshuber 1991 in Leipzig gründete. Schon bald folgten außergewöhnliche Umnutzungsprojekte, mit denen sich die Architekten bundesweit einen Namen machten. Ungewöhnliche und anspruchsvolle Planungsaufgaben, das beweist die nunmehr über 20-jährige Geschichte des Büros, finden bei Fuchshuber Architekten immer eine interessante, nachhaltige, qualitätvolle und nutzerorientierte Umsetzung. Heute arbeiten rund 25 Mitarbeiter von Leipzig aus an innovativen und hochwertigen Wohnungsbauvorhaben in ganz Deutschland. Hinzu kommen weiterhin große Sanierungs-, Umbau- und Umnutzungsprojekte. Die bemerkenswerte Erfolgsgeschichte eines Münchners in Leipzig. Grafisoft im Gespräch mit Gregor Fuchshuber. Ich habe vorher in Barcelona Denkmalschutz gemacht, große Fassaden, und wir haben am Anfang hier für die großen Architekturbüros die Spezialjobs gemacht, haben also die Fassadensanierungen gemacht für die großen innerstädtischen Aufgaben, haben die Fassaden auch entworfen für die großen Denkmalprojekte von Schneider großenteils. Das war also das, womit wir das damals ganz kleine Büro die ersten Jahre ernährt haben. Die Jahre nach 94 haben wir das klassische Wohnungsbau-Sanierungsprogramm gemacht, wie die meisten in Leipzig. Ein großer Meilenstein war das Haus in der Stallraumstraße, ein sehr repräsentative Diplomatenwohnhaus aus 1913-14, was später ein Sportinternat gewesen ist und das dann für einen Münchner Kunden, so wie es original war, wiederhergerichtet wurde. Das war also unser erster großer Auftrag, so 4.000 Quadratmeter, das war damals eine relativ große Nummer. Und in der Folge viele individuelle einzelne Gebäude. Also Villen großenteils hier und die klassischen 10 Familienhäuser in den guten Stadtvierteln. Das ist ein großer Vorteil von Leipzig. Leipzig war vor dem Ersten Weltkrieg eine Zeit lang die einkommensstärkste Stadt auf dem europäischen Kontinent pro Kopf. Das heißt, es gibt hier relativ eine riesige Substanz an sehr hochwertiger Bau. An sehr hochwertigen Gebäuden, sowohl Villen als auch die Wohnhäuser hier im Waldstraßenviertel, also diese jüdisch geprägten, großbürgerlichen Wohnviertel. Und die sind relativ preiswert gewesen und wir haben eine ganze Zeit lang einfach diese stark verfallenen Villen aus dem frühen und mittleren 19. Jahrhundert umgebaut. Und da gibt es eben zum Beispiel dieses Haus im Schillerweg, was eine frühe Biedermeier-Villa 1817 gewesen ist, die am völligen Verfall war, wo vom Denkmalschutz nur die Auflage gab, die irgendwie zu halten. Da ist eine Bombe im Krieg in den Garten gegangen und so stand es dann noch 1997, als wir es übernommen haben. Und das war eine unglaubliche Herausforderung mit allen Details, die da noch drin waren. Wandbespannungen und die ganzen Kastenschlösser und die Täfelungen und die Treppen, solche Häuser wieder herzurichten und umzubauen. Und man hatte relativ viel Freiheit, weil es viele von den Häusern gab zum einen und weil die so kaputt waren, dass der Denkmalschutz froh war, wenn man überhaupt was gemacht hat damit. Und das war natürlich unheimlich spannend. Wohnen im Industriedenkmal. Revitalisierung eines ganzen Stadtviertels. Und dann gab es als nächsten großen Meilenstein diese Buntgarnwerke. Das größte deutsche Industriedenkmal. 4 große Baublöcke um 1895, damals revolutionär, als eines der ersten Eisenbetonbauwerke in Deutschland gebaut, in Frankreich noch geplant, also da war die Technik hier noch gar nicht so weit. Das wurde in Frankreich entwickelt und hier umgesetzt, also eine riesige Hallen, 5000 Quadratmeter je Etage und davon 5 übereinander, die leer standen. Also das ist ein ganzes Stadtviertel eigentlich, die sich links und rechts von dem Fluss aufgereiht haben, diese Produktionshallen, Heizhäuser und so weiter. Und das haben wir, keiner konnte was damit anfangen, weil die einzelnen Geschossflächen einfach zu groß waren. Diese 5000 Quadratmeter waren auch zu schlecht belichtet, 40 Meter tief. Und es gab eine ganze Reihe von Planungen. Ursprünglich sollte da mal ein riesiges Business Center in dieser Euphorie der Nachwendezeit entstehen und das ist alles nicht mehr geworden. Und wir hatten mit einem Hamburger Investoren dann die Idee, da Wohnungsbau zu machen und das war an und für sich die Initialzündung für die Wiederbelebung dieses ganzen Stadtviertels. Dass wir aus diesen riesen Hallen in der Mitte 2 Achsen rausgebrochen haben, einen großen Innenhof geschaffen haben und außenrum Wohnungen angelegt haben, also in die einzelnen Gewölbefelder je einzelne Wohneinheiten eingebaut haben. Vorher hatte man immer versucht, wir haben so und so viel Quadratmeter, lass uns das meiste draus machen. Und dann war der Ansatz, dass wir gesagt haben, wir haben so und so viel Quadratmeter, die kosten eigentlich nichts, wir müssen das Beste draus machen. Und das schaffen wir nur, wenn wir einfach die Hälfte wegschmeißen. Mhm. Und das war die Zeit, da ging das einfach. Die
diese riesigen Anlagen waren da und es hat funktioniert. Also auf dem Plan sah das relativ schwierig aus. Es war technisch sehr kompliziert in der Umsetzung, einfach ob die Statik halten würde, ob das funktioniert, wenn man so große Teile rausbricht, ob es dann insgesamt noch funktioniert. Die Dinger mussten dann statisch nachertüchtigt werden mit zusätzlichen Liftschächten, die dann eingezogen wurden. Also es war relativ anspruchsvoll, hat aber funktioniert und hat auch als Muster funktioniert, eben für eine ganze Reihe von Nachfolgeprojekten, weil diese Technik dann dazu geführt hat, dass einfach diese riesigen mehrgeschossigen Hallenbauten überhaupt umgenutzt werden konnten. Mit dieser Idee, also das haben wir an diesen Buntgarnwerken zum ersten Mal durchgezogen, sind wir dann letztlich in ganz Deutschland unterwegs gewesen, haben also verschiedene Fabriken in Baden-Baden, in Berlin, in den verschiedenen Städten saniert und haben damit letztlich das Alleinstellungsmerkmal fürs Büro gefunden. Das war einfach eine Aufgabe, wo wir als eine der ersten dabei waren. Lofts mal etwas anders. Vom repräsentativen Gerichtsgebäude zum innovativen Wohnquartier. Das ist ein großes Gerichtsgebäude in Charlottenburg, was 10 Jahre leer stand zu dem Zeitpunkt und unverkäuflich war, weil die das Problem hatten, dass die Räume zu groß waren. Also es waren einzelne Räume, irrsinnig repräsentativ, die waren teilweise 60, 80, 100 Quadratmeter groß, sehr schön ausgestattet. Und es gab eine ganze Reihe von Vorgängerplanungen, die immer versucht hatten, Hotels, Wohnungen einzubauen. Und die diese Räume zerteilt haben, Wände reingestellt haben, weil natürlich Wohnungen mit 100 Quadratmeter Zimmern unvermarktbar waren. Und da sind, glaube ich, 6 oder 7 Projekte gescheitert daran, weil der Denkmalschutz natürlich das nie zugelassen hat und weil auch der Charme des Hauses weg war. Und unser Ansatz war zu sagen, wir nehmen den Raum als Raum und bauen in jeden Raum eine eigene Wohnung ein. Wir haben also das Erschließungssystem des Hauses geändert, haben die großzügigen Gänge, die an den, das war so ein Zweibund, ein großer Raum und ein Gang dahinter. Wir haben den Gang geteilt. Die waren so hoch, die Räume auch, dass da locker 2 Etagen reingegangen sind. Haben in die Gänge die dienenden Räume, die Bäder, Abstellräume, Küchen, teilweise sogar Kinderzimmer eingebaut und haben die Räume so gelassen, wie sie waren. Und haben dann so die Idee, der Vermarktungsname war Schlossloft. Das Ding war angelegt wie ein Schloss, auch von der repräsentativen Außenfassade, von den Räumen innen. Und das war alles noch erhalten. Und wir haben gesagt, wir behalten das. Jede Wohnung hat einen Riesenraum, der bleibt so. Wir stellen in den Raum eine Galerie ein oder Badkuben, aber wir lassen die Raumhülle. Und damit ist das Projekt plötzlich, hat irrsinnig funktioniert. Auf zu neuen Ufern. Braunkohlehalden werden zum Naherholungsgebiet. Die Landschaft südlich von Leipzig ist durch diese großen Tagebauten völlig zerschunden gewesen und die Seen wurden geflutet und da gab es ein Expo 2000 Projekt, einen Hafen an diesen See zu bauen, also überhaupt diesen ganzen See zu entwickeln. Und unser Ansatz war, einfach den See als eine Einheit zu entwickeln, bestehend aus Segelhafen, aus Strand, aus Ausflugsgaststätten, aus Schifffahrts. Und wir haben uns da beworben mit unserem Bauherrn zusammen und den Zuschlag gekriegt für dieses Expo-Projekt und das war auch sehr spannend. Es waren die ersten Bauwerke, die überhaupt auf diesen Halden entwickelt werden konnten. War statisch relativ schwierig, auf diesen Bergbaufolgelandschaften überhaupt ein Gründungssystem hinzubekommen. Wir haben das dann so gelöst, dass wir das ins Wasser gestellt haben, wie eine Tischplatte auf den Seegrund mit Pfählen drauf und den Wasserdruck ausgenutzt haben, der presst das auf den Grund und dann haben wir eine ganz leichte Architektur da drauf gestellt, also ein steifes Fundament und eine leichte Holzarchitektur, weil keiner wusste, wie sich diese gefluteten Seen entwickeln würden, wie der Boden sich bewegen würde. Das wird auch heute noch überwacht, das bewegt sich so ein paar Zentimeter im Jahr, aber insgesamt ist das wie ein Schiff auf dem Seegrund, dieses statische System und es funktioniert hervorragend. Und das ist, die Landschaft hat sich umgewandelt, das ist mittlerweile ein Ausflugsziel und funktioniert das ganze Jahr über. Und das ist natürlich das Faszinierende hier, dass man sowas, so viele Neuprojekte hat und so viele Neuentwicklungen, einfach wo es keine Vorbilder gab in dem Sinn. Innovativer Wohnungsneubau. Der allererste war in Leipzig für eine große Genossenschaft über einen Wettbewerbsgewinn, das heißt Rosenthal-Terrassen, also auf einem alten Kasernengelände, das auch relativ stark kontaminiert war, einer sparsamen Bauweise Wohnungsbau zu errichten. Und das hat sich so gut entwickelt und einen eigenen Standort letztlich definiert auf einer Fläche, die vorher eben Brache war für sehr lange Zeit, seit dem Krieg eigentlich. Und mit diesen Ideen sind wir dann auch nach Berlin gegangen, wo natürlich die Nachfrage wesentlich größer war und haben eine ganze Reihe von Projekten jetzt entwickelt. Ein Großteil wird noch gebaut. Meistens sind sie aus Wettbewerben entstanden. Eins der ersten bereits fertigen Projekte ist
der Voltaireweg in Potsdam, ein Standort, wo es einen Bebauungsplan für ein Gewerbegebiet gegeben hat. Das brach lag auch seit Anfang der 90er Jahre, weil es den Bedarf nicht gab. Da war eigentlich die Herausforderung, in diese Vorgaben der gewerblichen Nutzung ein funktionierendes Wohnungsprojekt zu implementieren, ohne diesen ganzen Bebauungsplan ändern zu müssen. Ein anderes Projekt war dann auch das waren die ersten Projekte, Planungen aus den 90er Jahren, die nicht mehr funktioniert haben, weil der Bedarf sich geändert hatte, meistens Gewerbeplanungen in Wohnungsbau umzuwandeln. Und hier in der Folge ist es jetzt eine ganze Reihe von klassischen Wohnungsbauprojekten auf diesem Berliner Markt. Wir haben einfach Glück gehabt, dass da der Bedarf jetzt da ist. Vor 6-7 Jahren hat auch keiner damit gerechnet, dass Wohnungsbau in Berlin plötzlich so ein großes Thema ist. Und wir waren halt sehr früh dabei. Für welche Architektur steht Fuchshuber? Die Häuser, die wir bauen, die werden meistens von innen nach außen entwickelt. Also aus der Qualität der Wohnung, aus der Belichtung. Und das Vereinende ist, dass die selbstverständlich und langlebig sein sollen. Das ist also keine Architektur, die irgendwelchen Moden folgt, sondern einfach Häuser, die funktionieren und gleichzeitig auch nach langer Zeit noch selbstverständlich dastehen. Das ist der Anspruch, sowohl an die Detailausbildung, an die Architektursprache, an die Materialität und an die Funktionalität. Erfolgsfaktor Bürostandards. Ich habe in Spanien eine ganze Zeit lang für ein großes amerikanisches Büro gearbeitet und habe von da die Organisationsstruktur übernommen und hier auch eingeführt. Und da war das Wesentliche daran ist, dass für alle die gleichen Regeln gelten, dass die Zeichenstandards, die Ablagestandards, auch die Dokumentationsstandards von Anfang an, ist mittlerweile mit Qualitätsmanagement relativ weit verbreitet. Damals, anfangs der 90er Jahre, war es in Deutschland noch nicht so weit verbreitet. Diese Vereinheitlichung von Anfang an da war, mit dem Ziel, dass jeder in jedes Projekt springen kann. Das also, es ist ja bei der Architektur so, dass oftmals Dinge zum Hängen kommen aus Genehmigungs-, aus Finanzierungs-, aus rechtlichen Gründen und dass man als Architekturbüro, vor allem als größeres Büro, eigentlich nur sinnvoll sein kann, wenn die Leute sehr flexibel innerhalb der Projekte ausgetauscht werden können. Und das haben wir von Anfang an sehr strikt durchgezogen, erst anhand dieses amerikanischen Manuals, was wir dann weiterentwickelt haben und was mittlerweile unser Qualitätsmanagementsystem ist und was sowohl in der Büroablage als auch vor allem in den Zeichenstandards einfach sehr klar durchgezogen wird, gleichzeitig aber eben auf den Baustellen, in den Ablagen, in den Dokumentationen, in den Protokollen und was dazu führt, dass wir eben extrem flexibel reagieren können, dass wir auch mal ganz schnell irgendwie einen Wettbewerb einschieben können. Wenn es in irgendeinem Projekt brennt, kann man 10 oder 12 Leute draufsetzen und das ist der ganz große strukturelle Vorteil. Archicad bei Fuchshuber Architekten. Wir sind zu Archicad über Mac gekommen. Ich habe damals so das erste Mac-Laptop gehabt, was ich auch immer noch hüte. Und Archicad war einfach das Mac-Programm. Und so sind wir zu Archicad gekommen, haben es nicht bereut. Also inzwischen glaube ich, dass für mich als relativ technikfernen Menschen Archicad immer noch verständlich ist, weil es einfach am nächsten an dem gebauten Modell dran ist. Fuchshuber Architekten setzen auf BIM. Also wir sind seit ungefähr 3 Jahren aktiv dabei, dass es die Ansage gibt, jedes Projekt wird in einem 3D-Modell errichtet und es gibt viele Hilfestellungen hier im Büro und auch einen guten Erfahrungsschatz. Deswegen können wir das auch mittlerweile sagen, dass jedes Projekt als BIM läuft. Klar gibt es da einen Prozess, dass man sich davon überzeugen lassen muss, dass es hinten raus schneller geht, präziser geht, Änderungen schneller eingearbeitet werden können. Und es auch einfach von den ganzen Fehlern so ist, dass wenn ich etwas verändere an der einen Stelle, dass das Programm für mich das Denken übernimmt und sagt, das wird aber noch an 3 anderen Stellen eine Änderung nach sich ziehen. Deswegen haben sich dann auch Kollegen überzeugen lassen, die vielleicht auch schon die ersten Anfänge von CAD mitbekommen haben, dass dieser Schritt notwendig ist, also das absolut. Sonst würde man das eigentlich unter heutigen Gesichtspunkten mit heutigen Zeitabläufen auch gar nicht mehr schaffen, dass man sagt, wir setzen uns dahin und zeichnen 10 Schnitte und 10 Ansichten von Hand, sondern das ist eigentlich nur noch über BIM überhaupt zu begreifen und zu fassen. Also wenn da Änderungen kommen, die im laufenden Prozess passieren, würden wir nicht mehr hinterherkommen. Best Practice, die alte Hauptpost auf dem Augustusplatz. Also ein Projekt, was wir momentan in der Bearbeitung haben, ist die
Alte Hauptpost in Leipzig am Augustusplatz. Das ist eine Kombination aus Altbau und Neubau in einem Geländegefälle, was die Komplexität vom Modell einfach sehr anspruchsvoll macht, sodass wir in vielen Bereichen den Umbaufilter nutzen und wirklich alte und neue Strukturen zusammenbringen und aber auch weite Strecken Neubau haben. Also hier ist einfach der Vorteil, dass wir wirklich das gesamte Bauvorhaben zusammen mit dem Stadtmodell einfach im 3D-Fenster bearbeiten können und dann daraus auch wirklich Schnitte, Ansichten, alles am 3D-Modell führen und so zumindest auch den gesamten Bauantrag dadurch generiert bekommen. Also das ist dann wirklich, das ist jetzt vorne ein Bestandsgebäude und im hinteren Bereich gibt es einen Neubau und da gibt es einfach wirklich eine gute Kopplung zwischen dem 3D-Fenster und den 2D-Zeichnungen. Das sind zum Beispiel dann fertige Ansichten, die so aus dem 3D-Modell generiert werden. Also das ist keine gezeichnete Ansicht, sondern wirklich das 3D-Modell. Und bei dem Projekt haben wir auch alle Visualisierungen aus dem Archicad erstellt und im Atlantis gerendert. Immer im Einsatz, der BIM-Server. Mittlerweile ist es so, dass das gesamte Büro bis auf einzelne Projekte eigentlich auf dem BIM-Server arbeitet, weil das einfach eine sehr komfortable Geschichte ist und einfach es wirklich möglich macht, wenn es mal irgendwo klemmt vom Personal, dass dann einfach wirklich mal schnell 2-3 Tage auch noch 2 Leute mehr dran arbeiten können. Also wir haben auf dem BIM-Server momentan knapp 40 Projekte liegen. Die sind nicht immer gleich aktiv, weil manche brauchen auch mal ein bisschen Zeit, dass irgendein Prozess entschieden wird zum Beispiel, wie ein Bauantrag oder sowas. Es gibt Projekte, da arbeiten auch schon mal 10-12 Leute dran, zu Hochzeiten im Wettbewerb zum Beispiel, wenn es wirklich ein großes Wohnungsbauvorhaben mit 350 Wohnungen ist, das kommt schon mal vor. Und in der normalen Werkplanung oder sowas sind es dann auch mal 5-6 Leute, die dann wirklich über Monate daran oder über ein halbes Jahr oder mal ein ganzes Jahr daran arbeiten. Also insgesamt sind wir knapp 25 Leute im Durchschnitt, die tagtäglich auf dem BIM-Server arbeiten. Es gibt 2 Systemadministratoren, aber das sind Architekten. Also es ist nicht notwendig, dass wir dazu einen Administrator extern haben und einmal einrichten und er läuft jetzt momentan, seitdem wir ihn 2013 installiert haben, läuft er durch. Gelungene Zusammenarbeit mit Teamwork 2.0. Die Bismarckstraße in Berlin war eines der größeren Vorhaben, die wir mal bearbeitet haben, zusammen mit 3 anderen Büros. Ist ein Beispiel für ein komplexes Teamwork-Modell. Haben zu Spitzenzeiten auch 10-12 Leute dran gearbeitet und das Interessante daran ist, dass es einfach 2 Bereiche gibt, die von 2 völlig anderen Architekten bearbeitet wurden. Ein Berliner und ein Leipziger Büro, beide durch Zufall mit Archicad und so war es möglich, dass wir dort einen ganz guten Datentransfer gehabt haben, sodass jeder immer mit einem Hotlink und mit einer Moduldatei wusste, was der andere macht und es eigentlich dann auch wirklich so zur Ausführung gekommen ist und dort auch alle Maße gepasst haben und dort nicht an irgendeiner Stelle einen Widerspruch kam. Welche Neuerungen in Archicad waren wichtig? Für uns als Büro, was 50% im Bestand arbeitet, war eigentlich die größte Neuerung der Umbaufilter. Der hat einen enormen Vorteil einfach gebracht, dass es einfach eine viel schnellere Arbeitsweise gibt, die flexibel bleibt. Mit dem Tool ist es so einfach geworden, dass man auch immer wieder Veränderungen, was unser Tagesgeschäft ist, also auch Versionen und Varianten ausprobieren kann. Und das hat die Sache sehr flexibel gemacht. Das war für uns eigentlich so ein echter Meilenstein, dass wir das nutzen. Und das ist auch wirklich absolutes täglicher Bedarfsfall. In der letzten Version also Archicad 17 gab es zumindest für uns noch eine interessante Neuerung, dass diese Multiprozessoring-Anbindung für Rechner mit vielen Prozessoren in den Schnitt- und Ansichtenbereich unterstützt wird. Das hat uns bei der Komplexität von manchen Projekten
wirklich Wartezeit beschert und dann manchmal auch bis 1-2 Minuten, wenn es große, komplexe Modelle waren. Wenn man dann natürlich auch 15 Ansichten hat, kommt da Zeit zusammen. Und dass da jetzt die Möglichkeit gegeben wurde, die gesamte Performance vom Rechner zu nutzen für diese beiden Felder, das hat uns enorm Wartezeit mittlerweile erspart. Interdisziplinäre Zusammenarbeit mit IFC-Schnittstellen. Eine Notwendigkeit? Ja, wir glauben, dass das absolut notwendig ist, sich dafür in Zukunft aufzustellen. Und es gibt auch hausintern zumindest die Schnittstelle zu der Energieberater-Software, wo wir das selbst bei uns innerhalb des Büros verwenden. Und wir haben ein Statikerbüro, mit dem wir das aktiv betreiben. Und da gibt es dann auch zumindest den Rücklauf, dass wir wirklich die ganze Statikeinarbeitung dann auf diese Art und Weise machen. Mhm. Wir sind mal gespannt, wie das sich dann auch entwickelt, wenn das dann mit BIM verknüpft wird, wie es ja mal angedacht ist. Das wird sich dann, also mit dem BIM-Surfer, das wird dann sicherlich noch ganz interessant werden.